1000, 1500 und 2000. Es sind zugegeben ungewöhnliche Jubiläen, die das Ehepaar Arendt aus Leonberg mit genau diesen Urkunden hier feiert. Das sind nämlich die Zahlen der Falschparker, die die beiden am oberen Marktplatz in Leonberg fotografiert und bei der Bußgeldstelle der Stadt angezeigt haben. Und das erst seit März, wohlgemerkt. Mittlerweile sind es rund 2300 Anzeigen. Wegen Haltens im Halteverbot, Blockierens einer Rettungsgasse und so weiter und so weiter. Ja. Warum machen die Arends das, fragen Sie sich jetzt wahrscheinlich. Und das hat sich auch Gabi Mönch gefragt und hat die beiden mal besucht. Sie kommt, guckt und wieder einer erwischt. Unten steht gerade einer im absoluten Halteverbot, wo er eigentlich gar nichts zu suchen hat. Und so wie ich das höre, auch noch mit laufendem Motor. Der nächste Kandidat wieder im absoluten Halteverbot. Sie parken selbst sonntags kreuz und quer auf dem oberen Marktplatz in Leonberg. Gerade so, als gäbe es keine Verkehrsregeln. Und werden dabei immer dreister. Kofferraumhaube auf, Warnblinkanlage an. Die Ausflüchte, die sie hört, klingen immer ähnlich. Weil es vorher keinen Parkplatz gab und ich nur schnell die Brötchen holen wollte. Haben wir eigentlich nichts anderes zu tun mehr. Nee. Hier 5 Minuten Brötchen zu holen, so ein Theater zu machen. Ja. Yeah. Das ist armselig, ehrlich. Dabei ist das Parkhaus direkt nebendran. An einem Sonntag hat Regina Ahren schon über 100 Falschparker abgelichtet. Warum macht sie das? Die Vorruheständlerin stört, dass Rettungswege behindert sind, dass Leute mit Rollatoren nicht mehr durchkommen, Straßenseite wechseln müssen, Kinderwagen nicht mehr durchkommen und für Rettungswege einfach zu wenig Platz ist. Freunde macht sich die gestrenge Regelhüterin so freilich nicht. Sind Sie die Parkpolizei, fragt er. Nein, ich bin nicht die Parkpolizei, aber ich bemühe mich einfach um ordentliches Parken hier am Marktplatz. Fotografieren, notieren, dokumentieren. 9.54 Uhr ist die Uhrzeit. Das Fahrzeug, Farbe und das Kennzeichen. Michel? Ja. Kommt bitte eine Ladung Falschparker. Auf dass der Sonntag gerettet ist. Regina Arendt und ihr Mann Michael sind ein eingespieltes Team. Der Logistiker füllt die Formulare aus, die die Stadt eigens für Anzeigen von privat angefertigt hat. Was sie tun, ist also rechtens. Mit den Fotos geht das Ganze dann an die Bußgeldstelle. Nur einen Steinwurf von ihrer Wohnung entfernt ist das Ordnungsamt. Die Mitarbeiter der Bußgeldstelle können also direkt auf die Falschparker am oberen Marktplatz blicken. Kann es sein, dass Sie die Aufgabe des Ordnungsamts übernehmen? Ja, das ist so. Wir übernehmen die Aufgabe des Ordnungsamtes, das ist aber nicht unsere Aufgabe, weil die Stadt ihrer Verpflichtungen Aufgabe nicht nachkommt. Mit dem Vorwurf, die Stadt würde zu wenig kontrollieren, haben die beiden auch direkt schon den Oberbürgermeister konfrontiert. Der kündigt an, die Kontrollen ausweiten zu wollen. Wir haben eine neue Konzeption aufgelegt, jetzt mit dem Gemeindevollzugsdienst gemeinsam. Dort wird jetzt, nicht nur dort, wird jetzt kontrolliert, sondern auch im gesamten Stadtgebiet. Wir haben mehrere Brennpunkte. Das heißt, Sie haben bislang nicht ausreichend kontrolliert? Das will ich so nicht sagen. Wir haben halt andere Schwerpunkte möglicherweise gesehen. Die Arends haben mal ausgerechnet, wie viel Bußgelder die Stadt durch ihre Anzeigen einnehmen könnte. Weil dann jetzt derzeit 2300 müssten es in die Zehntausende gehen. Und Sie machen es umsonst? Ich hoffe nicht, dass wir es umsonst machen, sondern wir machen es kostenlos derzeit. Geld gibt es nicht, dafür jede Menge Ärger mit den Anwohnern und Geschäftsleuten. Das ist Geschäftsschöne, da können Sie aber jeden hier fragen. Das geht eigentlich über alle Maßen. Also der Marktplatz lebt davon, dass die Leute hier auch mal kurz halten können. Es sterben immer mehr Läden aus und wenn dann sowas passiert, wird es natürlich auch, das trägt nicht dazu bei, dass es besser ist, dass es freundlich ist. Fühlen Sie sich wohl in der Haut vom Hilfs-Sheriff? Ich habe die Sache angefangen und ich mache sie auch zu Ende. Eine Drohung für Leonbergs Falschparker? Die 2000 dürfte nicht das letzte Jubiläum gewesen sein.